Chaos-Schild. Das Chaos-Schild erhöht die Chance des Hazardeurs auf ein positives Ergebnis, wenn es zu einem unbändigen Woge kommt. Jedes Mal, wenn ein Wurf auf der Tabelle für die unbändige Woge gemacht wird, erhält der Hazardeur plus 15 auf den Wurf. Wenn er zusätzlich nahrheitsgewagte Zerrei einsetzt, werden der Bonus vom Chaos-Schild und der Bonus für die Stufe des Hazardeurs addiert. Der Zauber kann nicht in Kombination mit verbesserter Chaos-Schild eingesetzt werden. Also nimmst du den einmal. Kann sich einen zusätzlichen Zaubergrad einbringen. Einzigartiger Zauber des ersten Grades, nahezgewagte Hexerei. Zweites Grad Chaos-Schild. Siebter Grad verbesserter Chaos-Schild. Beim Wirken eines Zaubers besteht eine Wahrscheinlichkeit von 5%, dass es zu einer unbändigen Woge kommt. Ein unbändiger Woge sorgt dafür, dass der gewirkte Zauber einen vollkommen unvorhersehbaren Effekt erzielt. Dieser Effekt kann sowohl zum Nutzen als auch zum Schaden des Hazardeurs und seiner Verbündeten sein. Bei jedem Wirken eines Zaubers variiert die Zauberstufe des Hazardeurs ein wenig, irgendwo zwischen 5 Stufen über und 5 Stufen unter der tatsächlichen Stufe des Hazardeurs. Deswegen haben wir vorhin mal nur einen... Stimmt eigentlich, wie lange hält das Chaos-Schild? 5 Runden plus eine Phase pro 5 Stufen. Okay. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Bald. Oh, ist mein Werk vollendet. Ach, mein Werk ist vollendet. Nehmt von meinem Besitz, was ihr wollt, aber lasst ihren Augen das Funkeln. Oh, sie sind Geschäft. Mein Bildnis von dir ist perfekt. Eines Tages treffen sich unsere Wege vielleicht in einer anderen Welt wieder. Und womöglich finde ich dann den Mut, deinen Namen zu rufen. Elesime. Was ihr tut. So. Oberflächenbewohner können so dumm sein. Wo, wie ihr wünscht. Oh, ich muss die Edelsteine aus den Augen nehmen. So. Denn das mit seinem Glanz ist mir egal. Ich bin an dem Kopfgeld interessiert. Prism der Bildhauer. Prisms Geschichte entwickelt sich zu einer traurigen, aber zumindest beendet er, was ihm auf dem Herzen lag. Sprecht und verschwindet. Stufenerhöhung. Zwei Händer kann ich ihm nicht geben, aber dann kann ich ihm ja Hellebarde geben. Weil er ist Zweihand und Zweihand. Ja, dann gebe ich ihm Hellebarde. Fertig, so. Ja, wie ihr wünscht. Jetzt sind wir wenigstens wieder auf 10 Ruf. Auch wenn das Iconia und Kegain gerade nicht so gepasst hat. Also ja, ich möchte gucken, dass ich einen Ruf von 12 erreiche, weil für den Fall, dass mein Ruf dann mal wieder sinkt, dass er nicht unter 10 sinkt. Wer du bist? Ich weiß es nicht. Hey, warte, bitte warte, ihr müsst mir helfen. Sie sind hinter mir her. Sie werden bald hier sein. Beruhigt euch, erzähl uns, was los ist und wir werden sehen, ob wir euch helfen können. Es sind Kobolde, Dutzende von ihnen. Sie haben mich gefangen und ausgezogen. Diese dreckigen Teufel haben mich gefoltert und nur mich schreien zu hören. Aber ich bin entkommen. Sie werden bald hier sein. Wir müssen weglaufen. Raus hier. Oh nein, es ist zu spät. Sie sind da. Okay, 4 Kobolde. Oder vielleicht frostigen Tod. Wie ihr wünscht. Alles wegen des lieben Geldes. Nicht mich hauen. Gut. Geld, Geld, Geld und
grüne Farben. Okay. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gut. Ach, mal wieder ein Wolf. Okay, einer. Aura, der ist verzweifelt. Sollten mal kurz lesen, was seine Fähigkeiten können. Also ja, seine Waffe kann Waffen vergiften. Ja? Sagt an. Gucken wir mal kurz. Klasse. Finstere Streiter sind das Inbegriff des Bösen und weniger als ein Scheuser in sterblicher Gestalt. Und nichts weniger als ein Scheuser in sterblicher Gestalt. Das klassische Schwarzen Ritter eilt diesem Bösewicht ein ebenso schlimmer wie wohlverdienter Ruf voraus. Er verkehrt mit Dämonen und Teufeln, die dunklen Gottheiten und ist weithin verhasst und gefürchtet. Aufgrund seiner durch und durch bösen Natur wird er auch Anti-Paladin genannt. Immun gegen Furcht und Stufenentzug, was ziemlich praktisch ist. Kann die Fähigkeit Untote Bann ebenso einsetzen wie ein Paladin derselben Stufe. Kann die Fähigkeit Gesundheit absorbieren einmal täglich einsetzen. Verursacht 2 Schadenspunkte pro Stufe beim Gegner und teilt die gleiche Anzahl beim finsteren Streiter. Mhm. Waffe vergiften einsetzen. Einmal täglich auf der ersten Stufe, zweimal auf der fünften und so weiter. Jeder Treffer in den nächsten 5 Runden vergiftet das Ziel. Jedes Ziel kann nur einmal pro Runde vergiftet werden. Die Auswirkungen des Giftes hängen von der Stufe des Anwenders ab. Stufe 1 bis 4. Wenn dem Opfer ein Rettungswurf mit einem Bonus von plus 1 gegen Tod misslingt, erleidet es einen Schadenspunkt durch Gift pro Sekunde für 6 Sekunden. 5 bis 8. Erleidet 2 Schadenspunkte durch Gift. Wenn ihm ein Rettungswurf gegen Tod misslingt, erleidet es einen zusätzlichen Schadenspunkt durch Gift pro Sekunde für 12 Sekunden. Okay. 4 Schadenspunkte und so weiter. Aura der Verzweiflung. Kann Aura der Verzweiflung einsetzen, einmal täglich auf der dritten Stufe. Die Aura wirkt auf alle Feinde im Umkreis von 4,5 Metern. Die Auswirkung hängt von der Stufe des Anwenders ab. Gegner allein für eine Phase einen Malus von minus 1 auf Treffer und Schadenswürfe sowie einen Malus von plus 2 auf Rüstungsklasse. Für eine Minute. 6 bis 14 ist es eine Phase einen Malus von minus 2 und immer noch plus 2 auf die Rüstungsklasse. 15 bis 19. Minus 4 auf Schaden und auf Treffer und Schaden und plus 4 auf Rüstungsklasse. Gegner mit 8 oder weniger Trefferwürfen verfallen in Panik. 4 und 4 immer noch über 18. Nachteile. Kann nur von böser Gesinnung sein. Kann ich Böses entdecken wirken? Kann ich Schutz vor Bösem als eigene Fähigkeit wirken? Kann ich die Fähigkeit Hände auflegen einsetzen? Na, braucht auch nicht wirklich. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also ja, er ist ein interessanter Charakter und passt recht gut in unsere Kunterbund-Gruppe. Oh, noch ein Kobold. Ein einziger Kobold und dann auch noch ein gelber, kein roter. Gut. Wir kommen hier schon ziemlich weit rum gerade.
Da geht's runter zu den Minen, aber wir wollen erst uns hier oben noch fertig umgucken. Naja, die Minen werden unser erster richtiger Dungeon. Also B. Aber ja, schreibt mir trotzdem einfach mal in die Kommentare, ob ihr wollt, dass ich zurückgehe und doch Safana hole. Oder macht mal Vorschläge, wen ich als Ersatz für Immo entnehmen könnte. Weil eigentlich macht es blöderweise storytechnisch keinen Sinn, Imoen zu ersetzen. Das Blödeste, was ich machen könnte, ist Imoen umbringen. Sie wird trotzdem im zweiten Teil wieder da. Hi, Kampfhunde. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. So. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Was haben sie jetzt bewacht? Einen Heiltrank. Und etwas Geld. Gut. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. So, ich kann da oben noch lang wandern. Und ich glaube, ich habe jetzt alle drei neuen Charaktere getroffen. Ich glaube, es gab nur die drei. Also zwei habe ich ja dabei, nämlich Nera und Dawn. Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Wir arbeiten hier Doppelschichten, aber verwendbares Erz produzieren wir nicht. Bergleute gehen nicht weiter runter, seien sie werden gezwungen. Und was wir hochbringen, ist verseucht. Das Erz aus den unteren Ebenen der Mine von Nashka ist verseucht. Keiner weiß, was die Ursache ist. So, wo soll jetzt... Da ist der Eingang zur Mine. Geht zur Seite, Bürger! Ihr solltet wirklich Emerson um Erlaubnis fragen, bevor ihr die Mine betretet. Der kann ziemlich grantig werden, wenn Leute dir mal durch seine Mine spazieren, die keine Erlaubnis dafür haben. Ja, mit einem Mann namens Emerson. Ach, da steht er ja. Ich habe ganz vergessen, wo der Typ steht. Ihr wollt also einen Blick auf meine Mine werfen? Ja. So, ihr wollt die Mine betreten. Nun, schaden kann es nicht. Wir können vielleicht sogar eure Hilfe gebrauchen. Es gibt Probleme in den unteren Ebenen. Wir haben da ein paar Arbeiter verloren. Das heißt, da unten treibt etwas sein Unwesen. Wer kann das schon so genau sagen? Die Erde verbirgt so manches in ihrem Leib. Emerson hat uns erlaubt, die Mine zu betreten. Ja, Emerson, der Besitzer. Ach, lesen wir einfach mal. Wichtige Ereignisse. Emerson, der Besitzer der Mine, hat mir Zutritt gewährt. Der nächste Schritt besteht darin, tief hinab in die Schächte zu steigen und nach der Ursache dieser Probleme zu suchen. Mhm. Untersuchung der Mine. Emerson hat uns erlaubt, die Mine von Nashke zu durchsuchen. Er weiß jedoch nicht, was uns da unten erwartet. Gut. Ich wünsche euch viel Glück da drin. Was auch immer dieses Tohuwabohu verursachen mag, ich möchte es lieber nicht sehen.
Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Wie ihr wünscht. So. Wir kommen in den Minen. Ich bin so müde. Noch mehr Abenteurer, hä? An eurer Stelle würde ich verschwinden, solange es noch geht. Ich habe schreckliche Geschichten über das Schicksal derer gehört, die tief in die Mine reingegangen sind.